manchen Menschen sind sie ein Dorn im Auge. In der Gesellschaft ist sie als Friedenssymbol verankert und für manch einen ist die Taube einfach der tollste Vogel der Welt. So auch für Bernd Kohagen, den die Faszination der Tiere schon in jungen Jahren packte und er das Züchten begann. Als ich noch zu Hause war, 13, 14-jährig, da flog mir uns zu Hause eine Brieftaube zu, in den 70er Jahren. Und die ist bei uns auf dem Dorf geblieben zu Hause. Ich hatte ja Feldflüchter, wie jeder hatte, oder Strassertauben früher. Und da ist sie geblieben. Und als ich dann 73 im Dezember nach Nerdemin gezogen bin, da 74 angefangen zu arbeiten, dann habe ich die Taube mitgenommen. Und immer, wenn ich rauslassen habe, ist sie noch zum Dorf zurückgeflogen. Das hat mich fasziniert. Und habe ich gedacht, das ist ja was Schönes. Und das ist bis heute so geblieben. Der gelernte Kraftfahrer ist mittlerweile im Ruhestand und kann auf eine lange und erfolgreiche Taubenzucht zurückblicken. Unzählige Titel auf regionaler und deutschlandweiter Ebene. Die Krönung dann 2006 mit dem Titel zur deutschen Meisterschaft. Bei der Züchtung muss man natürlich auch Glück haben, so Bernd Kohagen, aber einige grundlegende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zucht müssen zwingend erfüllt sein. Wenn ein Züchter anfangen möchte, ein junger Züchter, der muss zusehen, dass er einen guten Schlag hat. Der muss gut belüftet sein, das ist A und O. Dann kommt die gute Taube. Man sagt ja, 70% muss von der guten Taube kommen, 30% macht der Züchter. Man muss die Liebe zum Tier haben, man muss Spaß daran haben, sich mit den Tieren zu beschäftigen. Von 8 bis 21 Uhr bin ich hier, jeden Tag. Ein zeitintensives und kostspieliges Hobby, was er dort oben auf dem Datzeberg in der Kleingartenanlage seit 1994 betreibt. Dass Tiere im Schlag einfach so krank werden, ist eher die Seltenheit. Eine viel größere Gefahr lauert am Himmel und geht von den Raubvögeln aus. Aber auch in diesem Punkt hat der Taubenzüchter reichlich Erfahrung und weiß, seine Tiere zu schützen. Jetzt im März kommen die Wanderfalken zurück aus ihren südlichen Ländern und dann, wenn die durchziehen, dann hat man nachher fast Ruhe. Deshalb lasse ich die Tauben erst Ende März raus, denn wenn wir Ende April anfangen, müssen die raus nachher, wird Zeit. Es gibt ja genug Stadttauben, die kann er ja nehmen. Aber meistens ist es so, wenn die Stadttauben, die kennen sich ja aus damit. Die sind jeden Tag unter freiem Himmel und unsere sind drin. Unsere, wenn die rauskommen, die steigen hoch und die sieht er sofort. Und da haut er rein. Auch wenn es derzeit noch rund 50.000 registrierte Taubenzüchter in Deutschland gibt, nimmt die Zahl jährlich ab. Der Taubensport, zwar ein Leistungssport, aber eben nur etwas für echte Liebhaber.